Der Alung-Park. Na, willst du dich jetzt mal in Usopp versuchen? Ah, kann ich sogar. 10. Okay. Brennender Kampfwille. Ah, nehmen wir mal den Trickster. Oh, 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 oh. Ich krieg schlimme Flashbacks an Steve Gold. Was ist das Mindestlevel? Level 10. Ja, habe ich das überhaupt mit Sanji. Berrywachstum. Ich hab sogar auch Gesundheit komplett erhöhen. Luffy. Ja, hab ich nicht. Sanji. Kann ich meinen Schluck auf auch noch in dich reinstopfen? Wahrscheinlich nicht. Ein bisschen mehr Angriff. Nami war nicht dabei. Zoro. Jetzt auch noch zwei haben. Luffy. Eine Verteidigung. Spezialangriffleiste. Submünzen brauchst du? Nee, brauchst du aktuell nicht. Okay. Dann kriegst du die. Sanji! Ich könnte da was reinpacken. Aber ich könnte sie mir erstmal für Nami aufsparen. Falls sie denn irgendwann mal wiederkommt. Nami! Warum tust du das? Wie steht's mit dem Level der anderen? 7. Könnt ihr allem auf 10 machen. Oh. Du auf 10 und... Was hatte ich auf Segel setzen gedrückt? Ein tapferer Krieger der Meere werden. Und das vom größten Angsthasen. Sanji を仲間に加えたルフィたちは、メリーゴーと共に姿を消したナミを追って、彼女の故郷、ココヤシ村を訪れていた。 かつて戦災孤児だったナミは元海兵の養母ベルメールによってこの村で大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常は一変する。Eigentlich Arlong-Piraten, hier so ein Piraten. 魚人海賊団を率いるアーロンは村の人々に上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。 幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束を信じ、魚人海賊団の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ。以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが。 もう少しだよ、ベルメールさん。 Ich überlege gerade, waren das im japanischen Original eigentlich Mandarinen anstatt Orangen? Naja. Orangen sind eh besser. Nagakatta kedo.
1億ベリーまで残りあと700万ベリー。あとたった1回の後悔で全てが返ってくる。アーロンから解放されるんだ。ベルメールさん、そしたら私やっと。おう、どうした我らが有能なる測量士よ。血相を変えて。あんたが手を回した海軍が、私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は、死んでも守るんじゃなかったの？守るぜ。俺がいつ約束を破った。お前が海軍に私の金を。俺が約束をいつ破った？言ってみろ。シャーク。ルフィ、何を。何も知らないくせに。うん、知らねえ。あんたには関係ないから。島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、行くぞ。お！Warum ist da blau? Auf der Karte sind das Wasserwege? Ich bin besorgt. Sigalong!Wenn die Dorfbewohner vernichtet sind, ist das meine Niederlage. Riesige Fischmenschen, Kapitän und Co. Schatzereignis. Vollende mit Sanji die erste Strategie innerhalb des Zeitlimits. Schütze alle Dorfbewohner. Riesige Fragezeichen mit Zorro 2 Ma.Wahrscheinlich die Person, gegen die er auch im Anime-Manga gekämpft hat. Reiche Fragezeichen, ohne dass einer der Strohpiraten flieht. Ausweichen und rennen. Ja.Hatten ja schon. Aaron, der Jetzt! Geh da rein! Was ist das? Alter! Das wird interessant, als um so zu kämpfen. Das sind nicht die Sonnenpiraten! Das sind die Aaron-Piraten! Wer hat das übersetzt? Das ist grässlich. ナミさんを泣かせるような奴らは一匹残らず下ろしてやるぜ。暑苦しい野郎だ。ああ、でもその Schwierigkeiten。俺は司令塔の役を引き受ける。戦闘はお前らに任せたからな。だがよし。やっと。やっと。さあ、勝ってよし。だがよし。やっと。帰っよし。だがよし。やっと。Ich bin nicht so gut mit Fernkämpfern. Es könnte schwer werden zu schaffen.
Also wenn ich das mit Usopp nicht schaffe, dann stehen kurz vor dem Rückzug. Wo denn? Ja, so kann ich so gut kämpfen. Ich hoffe, ich kriege ja kein Zeitlimit für irgendwas. Einfach ausweichen und schießen. Falsch zurück, okay. Und wo ist der andere? Da vorne. Immer schön in Bewegung bleiben. Nein! やっと。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 やっと
Ach, zum Aufladen. Das ist Basiskommandant? Die Stationäre mit den Schilden. In den Rücken geschossen. Zerstöre den Schalter. Der da hinten? Nee, da wo das Ausrufungszeichen wahrscheinlich ist. Braucht da hinten jemand meine Hilfe? Sanji! Gesicht? Glaube ich jedenfalls, ja. Das ist schwer zu beurteilen als Fernkämpfer. Ah, der Kanal. Ach so, Sanji leuchtet auf der Karte rot, weil er sein Heldenpower. Ja, wollte ich gerade sagen. Einfach ausweichen. Kann ich überhaupt Kizuna machen, wenn ich die ganze Zeit so ausweiche? Ich merke gerade davon nichts. Andererseits wiederum, in der ersten Session hatte ich auch ein paar Kizuna-Angriffe gemacht, ohne es zu merken, dass ich welche gemacht habe. Aber wenn ich mir meine Zahl so unten angucke... Oder nicht. So, und Schalter zerstören. Weg mit dem Wasser. Ist ein interessantes Prinzip. Ich hoffe, dass es wieder reparierbar zerstört wirklich. Nordöstliche Schleuse. Das sind nicht die Sonnenpiraten, das sind die Arlong-Piraten. Die Sonnenpiraten sind ganz andere Bande. Das sah gerade so aus, als wären die weggeflogen, weil ich in die reingegangen bin. Das war Luffys Attacke. West Kai? So, mein Territorium.